Now we are going to talk about the first part of the revision. We start with topic Negation, Nicht und Kein. We already told that you will make the negative form in German in two ways, with Nicht and with negative article Kein. And we have to really concentrate when we say negative article kein, because this one is article. So article also would be changed with the case in the sentence at home. So for example, the name which has article der, if you want to make the negative form still in nominative, so kein, but when it will be in accusative, so keinen, and all the rest will not be changed, because der is going to be den in accusative, so also keinen, also sorry, kein will be keinen, by the way. Let's have a look for some examples and we will see. So when we say article, so with what we can make this negative form with kein? Yes, with name only. And nicht with everything else. So let's see. Hast du einen Reisepass? Wir wollen hier eine negative Antwort geben. Nein, ich habe keinen Reisepass. Warum hier keinen Reisepass? Weil hier Reisepass steht im Akkusativ und hat Artikel der. Also hier einen und hier kommt auf jeden Fall keinen. Zweites Beispiel hier. Spielt ihr gern Tennis? Would you like normally to play Tennis? Nein, wir spielen nicht gern Tennis, because he wants to make the negative of gern, which means like, something you like. So it's not a name, so that's why you do it with nicht. But before we did negative from name with nomen, wir brauchen Artikel, also negative Artikel. Aber hier ist kein Artikel brauchen. Nimmst du Bananen? Nein, ich nehme keine Bananen. Also hier Bananen ist als Artikel. Die Plural Bananen. Also die Plural oder die Feminin, die beide haben das Gleiche. Also egal ob die Feminin ist oder Plural. Beide haben keine. Gehen wir ins Theater? Will we go to the theater? No. Nein, wir gehen nicht ins Theater. So here you will ask me, why here we use nicht and we have here name theater? Yes, because here this pronomen in, sorry, this preposition in plus das. So here gibt's schon ein Artikel. Wir brauchen nicht mehr Artikel. Ist Ihr Kleid neu? Nein, es ist nicht neu. We make the negative form here from adjective. So that's why we don't need Artikel. So with me. Sprechen Sie Französisch? Nein, ich spreche kein Französisch. I'm not speaking French. Haben wir Hausaufgaben? Nein, ihr habt keine Hausaufgaben. Keine, because Hausaufgaben hat Artikel die und hier ist Plural.
We have one more exercise here. Nicht oder kein oder keine oder keinen. Er kommt heute. Genau, nicht. Because here you make the negative form from the verb or from the adverb, like heute or not today. Er ist kein Student. Student als Artikel. Der, und hier steht im Nominativ, nicht Akkusativ. Er arbeitet nicht bei McDonald's. He is not working at McDonald's. Morgen mache ich keine Hausaufgaben. Hier nochmal, Hausaufgaben ist Plural und hat Artikel. Die, also keine. Ich bin heute Abend nicht hier. I am not today here. So, nicht, because you are using this adverb here. Thank you guys. See you for the next part of our revision.